Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde hier durch unser wunderschönes, grünes, blühendes Wäldchen im September. Es ist ein richtig, richtig schöner, angenehmer, warmer Septembertag. Ja, der September neigt sich auch schon dem Ende zu. Und trotzdem ist es einfach noch richtig, richtig wunderschön. Die Temperaturen einfach super angenehm, einfach richtig schön, um einen Spaziergang hier in unserem Wäldchen zu machen. Und ich nehme euch heute wieder mit auf diese schöne Spaziergangrunde und wir schauen, was sich alles so in unserem schönen Wäldlein verändert hat. Es grünt zwar noch ziemlich, es ist alles noch schön grün, ihr seht, wir haben strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint, die Vögel fliegen, man hört sie zwitschern. Nicht mehr so wie im Frühjahr oder Anfang der Sommerzeit, die sind schon ein bisschen weniger geworden. Aber es ist trotzdem einfach wunderschön, man sieht vereinzelt die ersten Blätter, die von den Bäumen fallen. Und man hört, wie es raschelt im Wald, Mäuse, Eichhörnchen, hier überall Nüsse am Boden, die von den Eichhörnchen gebunkert werden, irgendwo im Wald versteckt, damit sie dann für den Winter gewappnet sind. So langsam bereiten die Tiere sich darauf vor, auf die etwas kälteren Tage, wobei es für den September echt noch schön warm ist und er einfach noch mal so ein bisschen Gas gibt, was das Wetter angeht. Ich finde es toll, ich finde es super. Es ist jetzt so angenehm warm. Man kann hier auch kurzärmlich rumlaufen, wie ihr seht. Also es ist richtig, richtig schön. Es geht zwar so ab und zu mal so ein kleines, feines Windchen, aber heute ist so ein Tag einfach angenehm schön. Einfach richtig, richtig schön. Und die Bäume verlieren hier langsam die Blätter. Man sieht es, so vereinzelt sind sie schon leicht in diesem gelblichen, roten Farbton. Aber das Grün überwiegt immer noch. Liebe Mogli, genießt natürlich auch dieses schöne Wetter. Ist besser, wie im Regen spazieren zu gehen. Und hier habe ich ja schon beim letzten Mal gezeigt, hier wurden die Bänke einfach schön erneuert. Und ich muss euch echt sagen, wo ich jetzt heute auf dem Parkplatz da oben gefahren bin, hier in unserem Wäldchen, es war richtig viel los, du. Also da standen überall Autos. Ich habe gerade noch so an der Seite einen kleinen Platz bekommen, wo ich mich hingestellt habe. Aber die Parkplätze, wo ich sonst parke, waren halt komplett voll. Bin mal gespannt, ob wir den ein oder anderen Spaziergänger auf unserer Runde hier begegnen. Da scheint die Sonne durch die Baumgipfel, Bäume, wie man es auch immer sagen möchte. Sie strahlt noch mal so richtig, was das Zeug hält. Und bringt uns doch noch ein paar schöne Tage im September. Und hier schaut mal eine Schnecke, ein Schneckenhaus. Sie ist auch hier drin, die Schnecke. Ich tue die mal hier vorne ein bisschen an den Rand setzen, damit sie auch keiner zertritt. Habe ich sie jetzt hier auf den Baumstamm gelegt. Weil es gibt durchaus die Menschen, die nicht so achtsam sind wie ich und einfach drauf treten und dann ist die Schnecke kaputt. Und das wollen wir ja nicht. In diesen Tagen sind auch immer viele Schnecken unterwegs. Gerade weil es halt jetzt nicht so extrem heiß mehr ist. Und die Tage so zwischendrin hat es ja auch mal geregnet.
vorgestern hat es richtig dolle hier bei uns geschüttet. Also vorgestern, den Tag bevor ich hier ein Video, wenn ich hier das Video aufnehme und so, also vorgestern. Für euch ist es dann vielleicht schon ein paar Tage mehr her, aber das tut ja nichts zur Sache. Aber da hat es echt richtig schön geregnet, was wir ja auch brauchen. Die Natur braucht den Regen, ne, damit das hier alles schön wachsen kann. Hier hat es richtig schöne Hagebutten. Sieht aus wie Hagebutten. Sieht aus wie Hagebutten, aber irgendwie ich dachte, Hagebutten wachsen. Das ist ein Hagebuttenbusch. Sieht manchmal richtig unterschiedlich aus. Ich weiß auch nicht. Macht Mogli ja sein Geschäft. Oh, Mogli, das lohnt sich doch wieder gar nicht. Ja, jetzt lass ich bei Zicken noch vorbei. Komm, wir warten kurz. Sag mal, geht's dir so gut? Da kommen jetzt gerade Spaziergänger. Ich warte mal kurz, bis die weg sind. Komm her. Komm her, hier bleib. Komm her, sitzen. Komm mal her. Mogli, da zu mir. Ja, komm. Sitz hin. Wir lassen die jetzt kurz vorbeilaufen. Dann gehen die uns nicht auf die Nerven. Und dann kann ich auch die Kacke wegmachen. Oder ich werde sie wahrscheinlich wieder mit dem Stock in den Wald reinkicken. Arbeitswarten ist kurz. Nein. Lass mal die kurz gehen. Alles gut, Jungs. So, Machu ist super. So, Machu ist fein. Super. Super. Sitzen. Okay. Sitz. Sitzen. Sitz. So ist fein. Super. So, jetzt kann ich da die Kacke wegmachen. Jetzt bin ich mal ganz angespannt. Also, das lohnt sich manchmal gar nicht, bei ihm da Tüte mitzunehmen. Und ihr wisst ja, im Wald, ne, brauchen wir eh keine Tüte, weil da kann man die Scheiße auch durchaus einfach, ja, in den Wald reintun. Ist guter Dünger für den Boden und für die Förster ist es auch völlig in Ordnung. Ne? Wenn es natürlich jetzt hier direkt auf dem Weg liegt oder so, ja, dann muss man schon. Aber es ist natürlich, Freunde, und besser so, ja, wie dass ich irgendwelche Tüten dafür verschwende, ja, die einfach nur, ja, den Plastikmüll, ja, auch wieder erhöhen. Deshalb einfach lieber in den Wald und alles ist gut. Wir haben für die Umwelt was Gutes getan. Hier die Felder, ja, immer noch kahl. Und einfach ein richtig, richtig schöner Ausblick heute wieder. Traumhaft schön. Traumhaft, Freunde. Einfach nur traumhaft. So ein paar Wolken da hinten. Ja, aber wenn man jetzt hier rüber guckt, dann sieht man hier einfach, dass es halt, ja, komplett blauer Himmel ist. Da hinten sieht man noch ein paar Wölkchen. Da hinten am Horizont. Und wie ihr auch sehen könnt, ne, beim letzten Mal hatten wir da hinten den Mais noch gesehen. Ja, da sieht man jetzt aber auch, dass das Maisfeld, da hinten war das, hier hinten, das ist jetzt auch geerntet. Der Mais ist jetzt weg. Wir haben noch ganz da hinten ist noch Mais. Der ist noch nicht ganz reif. Also Mais ist ja meistens dann reif, wenn die Maiskolben so anfangen, sich selber, also aufzugehen, ne? Die Blätter gehen auf, sehen aus wie so verwelkt und die Pflanze oben an sich ist auch dann leicht verwelkt, ne? Die verwelkt immer mehr und dann sieht man so, ah, jetzt ist es wieder Zeit, jetzt kann dieser Mais geerntet werden. Ist er jetzt kein Mais für uns Menschen, ja, sondern eher so der ja, Popcorn-Mais, wo man Popcorn draus macht, oder vor allem halt der Viehmais, also für die Tiere. Ja.
Und hier unser schönes Bänklein, wo wir uns natürlich jetzt auch gleich wieder draufsetzen. Aber hier seht ihr überall diese Bucheckern. Sind das hier? Die sind alle offen, ne, geöffnet. Auch vom Runterfallen teilweise offen. Und da ja, haben wahrscheinlich sich auch ganz viele Eichhörnchen oder andere Tiere schon daran zu schaffen gemacht und die ganzen Nüsse daraus gepickt, rausgefriemelt, wie man es auch immer nennen möchte. Ich weiß nicht, ich glaube, Vögel essen das nicht. Vögel sind ja eher so auf Würmer, Käfer und so, ne? Und so Sonnenblumenkerne und so Sachen. Aber jetzt nicht auf hier irgendwelche Nüsse. Das bleibt eher den Eichhörnchen vorbehalten. So, ich stelle euch jetzt mal hier hin. Und ihr wisst, es kommt jetzt das, was immer kommt. Ich bin jetzt leise. Und wir genießen einfach für ein paar Minuten diesen wunderschönen Blick. Wir lauschen der Natur und hören einfach, was sie uns zu sagen hat. Wir vergessen den ganzen Alltagsstress, die ganzen Sorgen, ganzen Probleme und genießen und entspannen in der freien Natur für ein paar Minuten. Einfach nur lauschen und genießen. Einfach so schön, Freunde. Wie immer, wie jedes Mal. Einfach so schön hier zu sitzen. Und vor allem, es ist immer anders. Es ist immer anders. Die Luft ist immer anders. Das, was man sieht, ist immer anders. Das, was man hört, ist immer anders. Es ist einfach nie gleich. Die Natur ist so, so schön, so voller, ja, voller Liebe, voller Freude, voller Schönheit, voller. Man kann es einfach gar nicht beschreiben. Ich bin jetzt nicht der Mensch, wo viel in der Natur unterwegs ist, ja, wo ständig draußen ist in der Natur oder so. Ja. Aber ich bin halt immer wieder mal unterwegs in der Natur, gerade wenn ich mit Mucki spazieren gehe oder mal im Garten oder so. Aber meistens bin ich so, ich bin ja eher der Zocker. Also ich zocke auch gerne, ich spiele gerne, ja. Ich bin auch gerne zu Hause. Aber ich liebe es auch einfach, in der Natur unterwegs zu sein. Und gerade bei so schönem Wetter, ja, ist es halt nochmal was ganz anderes. Ich liebe aber auch den Regen, ihm einfach zuzuhören, ihm zu lauschen. Ja? Und wir müssen alle einfach so auf diese Natur achten. Wir müssen auf die Natur aufpassen. Wir müssen sie schützen. Wir müssen darauf achten, dass all diese Schönheit, Freunde, all das Schöne hier, ja, nicht von uns Menschen und unserer Arroganz, Dummheit und Gleichgültigkeit einfach zerstört wird. Und
Da müsst ihr bei euch selber anfangen. Einfach ein bisschen mehr auf eure Umwelt zu achten, auf eure Natur zu achten. Ja, vielleicht einfach mal auch mehr rausgehen, spazieren gehen und all das einfach erleben. Ja. Wie gesagt, man muss nicht jetzt jeden Tag raus, man muss nicht jeden Tag für Stunden in der Natur verbringen. Ja, es reichen einfach auch mal eine halbe Stunde, 15 Minuten an der frischen Luft, an der Natur und man sieht die Welt mit anderen Augen. Ja, es ist, ich kann es nicht beschreiben. Es muss jeder für sich entscheiden, was er tut am Ende. Ja, das möchte ich irgendwann damit sagen. Aber einfach mal ein bisschen bewusster durchs Leben gehen und ein bisschen mehr darauf achten, ja, was man alles vielleicht so in der Natur dann entdecken kann und was man vielleicht auch sieht. Und man sieht ja zum Beispiel auch Zerstörung. Ja, das ist alles ja, teilweise kaputt. Viele Bäume sterben, viele Pflanzen sterben. Ja, und oftmals sind halt wir Menschen auch viel damit daran schuld, ja, weil wir sie halt einfach zerstören, die Natur, nach und nach. Ja. Und darauf müssen wir halt einfach achten. Und da fängt es bei euch selber an, ja, euren Müll zu trennen, ja, weniger Plastik zu verbrauchen, ja, weniger Müll an sich zu verschwenden, zu vergeuden, auch Lebensmittel und so. Ja. Wir verschwenden so viel Dinge und einfach traurig. Und schaut mal hier, wie schön das noch blüht hier im September. Und da blüht einfach mal. Die Pflanzen, teilweise sind die Blüten ja noch gar nicht auf. Seht ihr das? Wie schön ist das denn? Sehr spät dran, du. Sehr, sehr spät dran. Also achtet einfach auf die Natur. Denkt daran, wie könnt ihr dazu beitragen, ja, dass die Natur einfach erhalten bleibt und wir sie nicht noch mehr zerstören, wie wir eigentlich schon tun. Brombeerchen und Hagebutten. Brombeerchen und Hagebutten. Alles zusammen hier so in der Ecke. Auch hier wieder Hagebutten. Ganz, ganz viele Hagebutten. Und auch hier wieder Brombeeren. Das hier war mal ein Holunder. Mucki, macht es eigentlich Spaß so zu laufen? Oder? Ich glaube eher weniger, ne? Mich hier ein bisschen, ne, seht ihr? Er läuft jetzt auf der anderen Seite, aber ich werde mich jetzt nicht drehen für ihn, sondern er muss gucken, dass er wieder in die gerade Linie kommt, was er auch gerade tut. Aber nur weil ich ein bisschen auf die linke Seite gegangen bin. Mal hier oben fliegen die Vögel gemeinsam. Darüber sind sie jetzt gerade geflogen, setzen sich jetzt da auf diese große Tanne da. Ja, ja, Freunde, wir Menschen sind schon manchmal sehr grausam. Aber ich bin jetzt auch nicht für diese ganzen Leute da, die da demonstrieren und was da tun, was sie da tun, sondern ich sag halt einfach, ihr seid selbst für euch verantwortlich, ja, und ihr müsst euch bewusst werden, was ihr der Natur antut, jeden Tag einfach darauf ein bisschen achten, was ihr vielleicht besser machen könnt, und selbst wenn ihr das nicht tut, dann ist das so, dann muss man das einfach akzeptieren. Wir Menschen sind einfach nicht gleich und ich hasse es, wenn manche einem versuchen, solche Dinge aufzuzwingen oder ja, sich da irgendwie festkleben und meinen, damit erreichen sie jetzt was. Nein, ganz im Gegenteil. Man schürt ja einfach noch die Wut, ja, macht sich noch strafbar zusätzlich und es bringt im Endeffekt gar nichts, weil die Menschen dann noch so arrogant sind, ja, und sagen, dann erst recht, ja, dann erst recht. Deshalb kann man immer nur wieder appellieren und sagen, achtet einfach mal drauf, was ihr tut, wie ihr es tut, wo ihr euren Müll hinschmeißt, wie oft ihr einfach Müll produziert, obwohl es einfach gar nicht nötig gewesen wäre. Ja. Da seid ihr selbst für euch verantwortlich. Aber dennoch sind wir uns einig, ja, wir müssen die Natur schützen, wir müssen all das hier
ja, pflegen und hegen. Denn wenn wir Menschen das nicht pflegen und hegen, am Ende ist es die Natur, Freunde, die überlebt. Nicht der Mensch, weil die Natur, die kann ohne den Menschen. Aber der Mensch ohne die Natur nicht. Das sollten wir Menschen uns einfach immer vor Augen halten. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, ich werde wahrscheinlich schon vorher sterben, bevor die Natur was tut. Aber ja, vielleicht die Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder. Da sollten wir uns halt Gedanken machen, was wir denen für eine Welt zurücklassen. So, aber jetzt habe ich hier genug geredet von Natur und so. Ihr wisst, wie ich das meine. Und jetzt genießen wir einfach noch diese Schönheit der Natur auf unserem Lieblingswegchen hier durch den Wald. Und entspannen noch ein bisschen bei den letzten Metern. Und einem wunderschönen grünen Wald, wo langsam die Blätter herabfallen von ein paar Bäumen und den Waldboden mit Laub bedecken und die Sonne hier so schön durchstrahlt. Einfach schön. Einfach schön, Freunde. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ist einfach der perfekte Tag heute wieder, um so einen schönen Spaziergang durch den Wald zu machen, durch die Natur, über Felder, durch Wälder, wo auch immer ihr vielleicht sogar unterwegs seid, immer gern spazieren geht an solchen schönen Tagen. Lasst euch das nicht nehmen, Freunde, es ist so schön. Es ist so schön und es tut einfach Körper, Geist und Seele gut. Diese schöne Luft zu atmen. Der Natur. Da der Hochsitz versteckt noch immer hinter den Blättern der Bäume, wobei man ihn langsam immer wieder mehr sieht, ne? Also ist nicht mehr ganz so dicht, wie es noch im Frühjahr war, wo dann alles wirklich langsam verwuchert war im Sommer. Man merkt schon so, dass der Herbst langsam kommt, ne, dass der September sich auch langsam dem Ende neigt und es so in Richtung Oktober geht. Ja. Also das merkt man schon, die Natur zeigt einem das immer wieder. Also man braucht eigentlich auch gar nicht zu wissen, ja, was eigentlich gerade für eine Jahreszeit ist. Man sieht es einfach auch an der Natur. Ne? Man sieht es einfach direkt an der Natur, ja, weiß man, hey, so langsam beginnt der Herbst zu kommen, ne, und die Natur bereitet sich darauf vor. Auch wenn die Tage noch ziemlich warm sind, ne, es ist trotzdem eine andere Wärme wie jetzt im Sommer. Es ist nicht diese knallende, bullende Hitze, wo die Sonne brennt, als würde man meinen, man kippt jetzt gleich um. Es ist einfach so drückend warm. Nee, es ist wirklich angenehm. Es ist richtig angenehm warm. Man kann auch kurzärmlich rauslaufen. Man kann auch entspannt rumlaufen. Aber jetzt zum Abend hin oder so, da bräuchte man schon ein Jäckchen. Also da wird es dann schon zu kalt. Da ist dann nicht mehr warm. Aber so einfach schön. Sobald die Sonne so ein bisschen weg ist, merkt man natürlich die Kühle. Ja, also dieses bisschen kältere. Ich weiß nicht, was er gerade wieder gemacht hat, ne? Aber erstmal die Blätter hier weggekarrt. Der Mogli weggekratzt, weggeschoben, weggebuddelt. Wie auch immer, hier unsere Bärlauchecke in unserem Wäldchen. Hier alles immer voll. Jetzt natürlich nicht, Bärlauchzeit ist schon lange vorbei.
Na, hier unten ist ja auch immer alles voll. Ja, aber die Pflanzen, wie ihr seht, ja, sind schon vertrocknet. Einfach verschwunden vom Boden weg. Ist einfach schön. Ist einfach schön, wie die Natur so schön blühen kann. Immer noch und so schön sein kann. Und sie auch immer wieder von gewissen Dingen einfach erholt. Ja. Die Natur ist schon das Faszinierendste, was es auf der Welt gibt, Freunde. Wir Menschen sind auch sehr faszinierend. Aber die Natur, was die alles leistet, jeden Tag aufs Neue, das ist schon Wahnsinn. Und guck mal hier, ein Spinnennetz direkt in einer Pflanze. Der Baum hier liegt immer noch und da strahlt jetzt richtig schön die Sonne. Oh, es ist traumhaft. Es ist einfach so schön, dieser Weg. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach, Leute. Und das war jetzt einfach so ein, ja, ihr wisst ja immer, da vorne kommt dann der Parkplatz, ne? Und es ist einfach so ein schöner Spaziergang. Es ist nicht lang, es ist genau richtig. Es ist einfach eine genau richtige Runde so, um einfach mal rauszukommen. Ja, und einen schönen Nachmittag draußen zu erleben. Gemeinsam mit seinem Lieblingstier, dem Hund, ja, mit seinem Freund, mit seiner Freundin, wie auch immer. Es ist einfach immer wieder so schön, all das zu erleben. Ich mit Mowgli, manchmal auch mit meiner besten Freundin eine Runde laufen, mit Moglis besten Freunden, mit meinen Freunden gemeinsam, ja, einfach diese schönen Runden zu machen. Und es ist ja einfach mal nur auf dem Feld rennen zu lassen. Machen wir auch so oft, ja. Wir laufen hier hin oder fahren hier hin. Dann, also, wir fahren eigentlich immer hier hin, weil man kann hier nicht hinlaufen. Da wäre man tot, bis man da ist. Also, da hättest du schon deine komplette Runde gemacht, da wären die Tiere ja auch kaputt. Aber wir fahren dann hier hin. Dann manchmal laufen wir hier eine Runde und lassen sie dann immer noch hier unten irgendwo auf dem Feld dann noch ein bisschen rennen. Oder wir laufen direkt eine kleine Runde und gehen direkt an die Felder runter und dann rennen die den Bällen hinterher und flitzen. Und da sind sie oftmals auch viel kaputter, wie wenn du jetzt eine normale Runde läufst. Ne? Aber wenn ich mit Mowgli alleine bin, dann genieße ich einfach diese Entspannung, diese Ruhe, diesen schönen Spaziergänge. Ne? Weil es halt doch anders da ist, als wenn man gemeinsam unterwegs ist. Ne? Weil dann unterhält man sich, dann redet man, man läuft ja nicht einfach so vor sich hin und ja, genießt das, sondern man quatscht dann gemeinsam, unterhält sich und die Tiere spielen gemeinsam, laufen hin und her. Na, so hat dann jeder seinen Spaß, aber das alleine spazieren gehen, da kann ich einfach abschalten. Vergessen, genießen, entspannen, nachdenken. Und mich einfach erholen von dem ganzen Alltag, den man tagtäglich so hat. Guck mal. Wer weiß, was das für eine Frucht ist. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das essen kann. Ich probiere es auch nicht. Nicht, dass mir nachher nicht so gut geht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Und ich kenne mich da jetzt ja nicht so wirklich aus. Ne? Ja, Freunde, aber ihr seht, hier vorne stehen schon die ersten Autos. Wir sind gleich am Parkplatz angelangt. Deshalb werde ich jetzt das Video hier beenden mit dem wunderschönen Blick auf den Wald. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wann auch immer ihr dieses Video seht, bleibt gesund, passt auf euch auf,
passt auf die Natur auf und genießt einfach noch diese schönen Tage hier im September. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, hau da rein, mach das gut. Ich sag Tschüsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und Freunde, vergesst nicht, abonnieren und jetzt abzuschalten.